Yo Leute, was geht? Flakesy und willkommen mal wieder zu einem Account-Vorstellungsvideo. Mir hat wie jeden Tag ein Zuschauer geschrieben, dass ich unbedingt seinen Account vorstellen soll auf YouTube. Aber glaubt mir Leute, er hat mir nicht normal geschrieben, hey, kannst du meinen Account auf YouTube vorstellen? Nein, er hat mir einen extrem, extrem langen Text geschrieben, also eine extrem lange Nachricht mit ganz vielen Sachen. Und das hat irgendwie schon mein Interesse geweckt, dass ich diesen Account mir jetzt mal genauer anschaue. Muss. Und ich bin echt gespannt, was wir drauf finden werden. Denn wenn ihr wüsstet, was er diesen Text alles reingeschrieben hat, holy moly, dann wäre das für euch, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Lasst auf euren Like da und ein Abo, wenn ihr mehr Account-Vorstellungsvideos sehen wollt. Weil ich habe gemerkt, dass ihr das irgendwie nicht mehr so feiert. Also beweist mir mal das Gegenteil und lasst jetzt ein Like da. Mal gucken, ob ihr noch Account-Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal diesen Account, Leute. Wir sehen auf jeden Fall, dass er in dieser Season nicht so aktiv gezockt hat. Ist erst Level 2. Vielleicht feiert er es gerade nicht oder macht eine Pause. Keine Ahnung. Wir sehen auf jeden Fall, das hat er mir auch geschrieben, dass er den No-Skin ausgerüstet hat. Er will mich halt einfach nicht spoilern, hat alles auf Standard gestellt. 5 V-Bucks am Start. Wir gehen mal auf die Karriere und sehen erstmal ein Kontolevel von 2061. Also Leute, wenn ihr über 2000 seid, dann Respekt. Aber ich denke, keiner aus meiner Community ist über 2000 beim Kontolevel. Ich bin aber schon über 3000 sogar. Also ihr müsst das schon ein OG-Spieler sein. Wir gehen mal auf das Profil und checken mal die Solo-Siege ab. Solo haben wir hier 61 Siege, Duo haben wir 107 und Team 117. Ist jetzt nicht wirklich krass, muss ich sagen, aber wenn ihr wüsstet, was in dem Text gestanden ist, Leute, was wir jetzt im Spind gleich finden werden, vielleicht, ich hoffe, er hat mich nicht hops genommen, dann rastet ihr auch alle komplett aus, Leute. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal auf den Spind und wir sehen absolut gar nichts. Er hat alles hier zurückgesetzt auf No-Skin. So gefällt mir das ja auch am meisten. Aber was sich hier jetzt bestimmt dahinter verbirgt, ist jetzt extrem krass. Glaubt mir, Leute. Wir gehen jetzt mal direkt mal auf die Banner und checken die mal genauer ab. Wir sehen hier einige spezielle Banner, kenne ich mich aber nicht damit aus. Wir gehen direkt zu den Battle Royale Bannern, gehen hier runter. Natürlich interessiert mich der World Cup Banner und der OG Battle Bus Banner. Wie immer, Leute, die zwei seltensten Banner, die man haben kann und die man auch nicht mehr freischalten kann. Wir sehen hier auf jeden Fall erstmal den World Cup Banner. Sehr, sehr clean und wir gehen direkt mal nach unten und mal gucken, ob er den OG Battle Bus Banner drauf hat. Komm schon, tu mir das nicht an, bitte. Hast du mich hops genommen oder was? Er hat nicht den OG Battle Bus Banner. Das war's dann mal wieder komplett, Leute. Spul zurück, schaut nochmal nach. Vielleicht habe ich es ja übersehen, ich weiß es nicht. Aber wir gehen direkt weiter, weil er hat mir sehr, sehr, sehr viel versprochen. Wir gehen mal auf die Musikschaltplatten, scrollen hier nach unten und wir sehen hier den OG Remix und Original Klassisch. Meine zwei Lieblingsmusikschaltplatten. Insgesamt nur 56 Stück, ist aber jetzt nicht so wichtig. Wir gehen direkt weiter, wählen hier Original Klassisch aus und klicken jetzt auf die Ladebildschirme drauf. Wir gucken insgesamt 243 Ladebildschirme. Sehr, sehr viele sind das und ich denke mal, wir gucken jetzt auch mal direkt mal nach, ob die Season 3 Ladebildschirme drauf sind und sie sind einfach drauf, Leute. Oh mein Gott, ich bin so gehypt, Leute, wenn ihr wüsstet, was er mir geschrieben hat, Leute. Wir sehen hier auf jeden Fall alle von Season 3, wählen hier direkt die Elite-Agentin aus und dann geht es auch direkt weiter zu den Lackierungen, Leute. Wir sehen hier direkt die Magma-Lackierung. Holy moly. Dreieckslodern ist hier auch drauf, Leute. Und dann gucken wir mal insgesamt, wie viele er hat. 128 Lackierungen. Wow, okay. Das ist extrem nice. Aber auch hier wird direkt die Magma-Lackierung ausgewählt. Auf alles natürlich. Zieht euch mal rein, wie clean das hier jetzt schon mal aussieht, Leute. Wir gehen, ich würde sagen, mal zu den Spitzhacken und checken mal ab, was wir hier so finden. Wir gehen direkt nach oben, von unten nach oben und wir gucken mal. Hier sind einige Schwitzer-Spitzhacken am Start, wie der Sternstab, die Sense und wir gehen noch weiter nach oben. Sehen wir hier irgendwas Krasses, Leute? Ich sehe natürlich bis jetzt noch nichts. Wir sehen hier aber Axt-Calibur, Leute. Sehr, sehr nice. Zieht euch das rein, Alter. Ich verstehe nicht, warum so wenige Leute mit dieser Spitzhacke spielen. Die ist doch so krank. Wir gehen weiter nach oben. Sehen wir hier vielleicht AC/DC und ja, AC/DC ist hier drauf. Und
Und genau oben drüber sehen wir auch eine mega seltene Spitzhacke. Bis der schwarzen Witwe. Extrem lange nicht mehr im Itemshop gewesen und auch extrem selten. Ich glaube, das ist sogar jetzt inzwischen schon eine OG-Spitzhacke. Ey, die ist so dezent clean und hat so einen nicen Sound. Also wirklich, wirklich krank. Und die sehe ich auch extrem selten. Holy moly. Wir gehen weiter nach oben und gucken mal, ob wir noch irgendwas Krasses finden. Aber nein, ich glaube, das sind die krassesten Spitzhacken, die ich gerade erwähnt habe. Insgesamt 183 Spitzhacken, Leute. Und natürlich wird hier bis der schwarzen Witwe direkt mal ausgewählt. Wir gehen auch direkt mal zu den Gleitern. Interessiert mich jetzt auch, ob hier vielleicht der Marco-Gleiter drauf ist. Wir sehen auf jeden Fall hier Season 2 einen epischen. Schneeflocke ist am Start, Leute. Wow, okay. Leute, ey, es wird krank. Es wird sowas von krank. Wir sehen hier auf jeden Fall Sörhänge von Gleiter. Gehen weiter nach oben. Nein, warte mal. Nein, 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 nein. Der Marco-Gleiter, das hat eigentlich dazu geschrieben. Nein, nein, nein. Okay. Ich hoffe, der hat da nur einen Fehler gemacht. Der Marco-Gleiter scheint hier nicht drauf zu sein. Aber so hänge vom Gleiter. Wir sehen hier den Hüftenschwinger vom Season 2 Battle Pass. Okay, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Insgesamt 138 Gleiter. Und dann würde ich sagen, wählen wir auch direkt mal hier den Hüftenschwinger aus. WTF, was ist das denn? Wir klicken auf die Kondensstreifen. Gucken mal, er hat insgesamt 81 Stück. Ey, bitte nimm mich nicht hops. Bitte nimm mich nicht hops. Okay, er hat die Season 3 OG Kondensstreifen, Leute. Und was machen wir natürlich? Wir wählen hier direkt die OG Flammen aus, Leute. Let's go ausrüsten und zieht euch mal rein, wie krass das hier jetzt aussieht. Jetzt müssen hier noch krasse Tänze dabei sein und dann, boom, gehen wir direkt zu den Skins. Aber jetzt klicken wir erstmal hier drauf, sortieren das Ganze. Wir haben 197 Emotes. Ist jetzt nicht krank viel, aber es kann ja wirklich was Krasses drauf sein. Wir klicken hier drauf, zack, und mal gucken, was wir hier so drauf sehen. Ich würde sagen, wir sortieren einfach das Ganze, Leute. Geben hier oben erstmal einfach Season 1 ein und wir sehen direkt Bel-Air. WTF! Er hat einfach Bel-Air am Start. Wow. Okay. Das ist krank, Leute. Ihr wisst, wie krank das ist. Wir gehen auf Season 2. Sehen hier den OG-Wurm, Ponyrit und OG-Zahnseide. Wir gehen direkt weiter, Leute. Wir warten nicht lange. Wir sehen hier den Loser-Dance und beste Kumpel. Okay, Season 2 Battle Pass, Season 3 Battle Pass. Wir gehen aber direkt mal weiter. Was finden wir hier noch gerade? Oh mein Gott. Er hat den Überschwang. Den Überschwang. Der seltenste Emote im ganzen Spiel. Wenn der zurückkommt, wird jeder OG hops genommen. Oh mein Gott. Ey, wie krank selten dieser Emote inzwischen ist. Das ist so, so krank, Leute. Hier sehen wir noch Orange Gerechtigkeit, aber ist nicht so besonders, Leute. Dann geben wir hier oben mal Season 5 ein, aber da sehe ich jetzt nichts Krasses. Wir gucken mal, was hier in den Favoriten drin ist. Hier sind ja einige favorisiert. Yo! Er hat den Schrittwechsel auch drauf. Digga, Bro. Holy moly, Bacrody. Und ganz viele aus der Ikonenreihe. Ich denke mal, wir wählen jetzt die seltensten Tänzer hier direkt aus und sehen uns gleich wieder, Leute. Ey, Leute, gönnt euch mal, wie krass das jetzt aussieht mit den seltensten Tänzen, die auf diesem Account sind. Er hat zwei der Top 3 seltensten Emotes im ganzen Spiel. Dann noch den Schrittwechsel hier, Magma-Lackierung, original klassisch. Und jetzt geht's auch direkt schon zu den Skins, Leute. Es wird spannend. Insgesamt 267 Skins. Wow. Wir scrollen hier durch und mal gucken, was wir hier alles finden. Sehr, sehr viele aus der Marvel-Reihe sind hier am Start. Wir haben hier den Sensenmann. Dann haben wir hier noch den Glow-Skin. Oh mein Gott, es wird sehr, sehr krank. Den dunklen, reißenden Omega-Skin haben wir hier drauf. Wir gehen weiter und sehen hier den schwarzen Ritter. Wow, okay. Wir gehen weiter. Abtrünniger Agent. Digga, wie viele Skins sind das? Dann hier noch die weibliche Version. Elite-Agent. Wir gehen weiter nach unten, sehen hier Funkelspezialisten. Direkt daneben den Geisteskin, auch OG inzwischen. Dann haben wir hier die Ghoul-Trooperin, leider nicht OG. Wir gehen weiter nach unten und sehen wir hier irgendwas Krasses noch. Die zwei anderen Astronauten sehen wir hier unten. Wir gehen weiter nach unten, sehen wir hier irgendwas Krasses. Ja, die anderen Ritter. Dann haben wir hier Zoe aus dem Season 4 Battle Pass. Einige Schwitzer-Skins. Holy moly, Digga. Wie krass ist das denn? Wir gehen weiter nach unten, sehen hier ganz viele Season 1 Skins, die aber wieder in den Shop zurückgekommen sind. Das war's auch schon, Digga. Wie krank ist dieser Account, Leute? Bewertet mal diesen Account. 1 von 10 ist die schlechteste Bewertung. 10 von 10 ist die beste. Ich würde sagen, eine 8 von 10. Richtig krank, Leute. Ich wähle hier noch den schwarzen Ritter Backbling aus und zieht euch mal rein, wie krass das aussieht hier mit dem Überschwang. Leute, lasst ein Like da unten, Abo, Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.